Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Und heute geht es mal wieder um gute Rüstung für euer Schiff. Ich habe euch ja bereits meine Endgame-Brigantine vorgestellt und dort als Rüstung verwendet den Schwarzen Prinzen. Ist eine tolle Rüstung, hat den Nachteil, kostet Sovereign. Sovereign wiederum bekomme ich, wenn ich genug Achterstücke gefarmt habe. Habe ich das nicht getan, dann sehe ich, wie hier eben gerade aufpoppen, einen legendären Überfall. Und dieser legendäre Überfall ist für euch die Richtung Loot, Loot für mein Schiff. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODY und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. So, hier ganz unten sehe ich, startet der legendäre Überfall, dort ganz unten, und daran werde ich einmal teilnehmen. Ist gut, wenn ihr nicht alleine seid. Ihr könnt das normalerweise auch alleine schaffen. Ihr konzentriert euch dann einfach auf das Haupthandelsschiff. Und wenn es euch halt wirklich nur um den königlichen Verwalter geht, weil obendrauf haben wir natürlich als Bonus zum Beispiel wie hier, ich glaube, Pembe war das, also den Außenposten, den wir dann dafür, dass wir das Ganze hier gemacht haben, anschließend geschenkt bekommen. Ihr könnt das dann auch so machen, dass ihr sagt, hey, ich gucke in Ruhe per Ausguck nach, ihr holt euer Fernrohr aus, untersucht die Flotte an Schiffen, die dort unterwegs ist und guckt, ob davon ein Schiff, meistens halt eigentlich eins von den, sag ich mal, named Schiffen, die auf alle Fälle versenkt werden müssen, die Ware fallen lassen, ob diese einen königlichen Verwalter ausgerüstet haben. Und wenn dem so ist, dann macht ihr genau dieses Schiff down und lootet dann dort den königlichen Verwalter und habt damit eine wirklich sehr, sehr gute Rüstung für euer Schiff, für Lau. Das heißt nicht nur für Lau, sondern ihr habt obendrauf auch noch einen Außenposten geschenkt bekommen. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, ne? Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn ihr noch nicht alle Außenposten habt, ne? Weil diese legendären Überfälle poppen nicht mehr auf, wenn ihr bereits alle Außenposten habt. Das bedeutet, diese Möglichkeit für den, ja, für die Rüstung ist dann nicht gegeben. Dann müsst ihr, ja, anders glücklich werden. Ihr könnt natürlich die Halsabschneiderjagden machen, die Halsabschneider-Schätze genau genommen, weil auch dort bekommt ihr natürlich den Schwarzen Prinzen. Den königlichen Verwalter soll es dort auch geben. Habe ich persönlich noch nicht gehabt bei einer Halsabschneiderjagd, dass ich einen königlichen Verwalter erhalten habe. Stattdessen habe ich zweimal oder dreimal den Schwarzen Prinzen bekommen. Die Rüstung ist natürlich noch besser. Die Rüstung ist natürlich noch besser. Und wie gesagt, ihr könnt sie alternativ natürlich für Sovereign kaufen. Aber dafür müsst ihr diese erst einmal haben. Und wenn ihr halt nicht rund um die Uhr Achterstücke, ja, sammeln wollt, weil ihr einfach da gar keinen Bock drauf habt, wollt aber trotzdem eine tolle Rüstung haben, dann ist das hier generell ein sehr, sehr guter Weg für euch, das Ganze hier über diese, ja, über diesen legendären Überfall zu machen und so eine ganz tolle Rüstung für euer Schiff zu erhalten. Das war's von mir. Ich werde euch gleich hier die Rüstung noch zeigen, wie ich hier das Schiff down mache und wie ich den ganzen Krempel bekomme. Und damit bin ich aber schon mal raus hier an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihm so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und verpasst ihr hier, wie immer, mit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.